Vom Heft Nummer 4, Geistlicher Kampf, ja, die Lektion Nummer 2, Böse Geister. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte von Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Epheser 6,12. Genau, Epheser 6,12. Unser Kampf. Ja. Titel vom Heft: Geistlicher Kampf. Unser Kampf. Wir kämpfen. Wir kämpfen. Ne? Wie gesagt, ne, wir hatten gerade kommentiert, ne, dass viele denken, vergessen, dass es Satan gibt, das löst alles. Ne? Aber zum Gegenteil, wenn man nicht merkt, dass man in einem Kampf ist und dann versteht man gar nichts, dann versteht man die Welt nicht mehr, wenn man nicht versteht, wer uns angreift, woher die Probleme kommen. Ne? Das erinnert mich immer wieder an diesen Evangelisationssituationen, wenn die Leute sagen, warum hat Gott erlaubt, dass ich einen Unfall hatte oder dass ich dieses Problem habe und so weiter? Das heißt, die Menschen denken, dass Gott an den Sachen schuld ist, dass Gott sie bekämpft sozusagen oder dass Gott seine Aufgabe nicht macht oder so, sondern sie machen sich blind für den Satan, für seine Angriffe, für seine, ne, Pfeilen und so weiter und nachher denken, oh, warum, ne? Warum habe ich dieses Problem und das andere Problem und diesen Kampf und so weiter, ja, weil sie nicht wissen wollen, woher. Ne? Sie wollen nicht wissen, dass es Satan, dass es böse Geister, dass es Feinde, dass es gefallene Engel gibt, dass es, ne, alles Mögliche gibt von der bösen Seite in der geistigen Welt. Ja, dann verstehen sie die Welt nicht. Und deswegen, wir können, ja, ich sage so, die Welt nur verstehen, indem wir ein vollkommenes Bild haben. Wenn wir, okay, wenn Leute jetzt nur über Satan studieren oder die böse Geister, dann haben sie auch nicht das vollkommene Bild. Aber wenn man das ja weglässt, dann haben wir auch nicht das vollkommene Bild. Deswegen ist das einen, ne, Teil, ein wichtiger Teil der Sache. Ohne dieses Thema, ne, ist die ganze Jüngerschaft unvollkommen. Deswegen betone ich auch immer, dass man auch die ganze Jüngerschaft machen muss, die alle Themen studieren, dass man hier nicht sich Sachen rauspicken soll und denkt, oh, mir ist das wichtig oder jenes ist wichtig, weil wie jetzt ein Kind in der Schule kann auch nicht sagen, ja, ich mag Sport, aber Mathe will ich nicht machen oder so ist mir nicht wichtig oder Deutsch ist mir nicht wichtig, sondern Kunst, das ist toll, aber Geschichte oder so, das ist langweilig, das will ich nicht machen. Das heißt, warum? Ja, weil später wird das Kind merken, dass es ihm fehlt, ne? Oder dass es gut war, dass es das gemacht hat. Und auch so in der Jüngerschaft, ne, vielleicht merkt man heute nicht, warum dieses Thema wichtig ist, aber irgendwann wird man dankbar sein, dass man dieses Thema studiert hat, weil es einfach dazugehört. Ne, das heißt, von der Seite, ich sage das aus der Seite einer Person, die schon, ne, mehr als 30 Jahre mit dem Herrn geht und schon viel Jüngerschaft gemacht hat und schon viel über das Leben kennt und viel über die Bibel und so weiter. Und deswegen sage ich, ohne dieses Thema, ne, ist die Sache unvollkommen. Deswegen gehört es zur, ne, grundlegende Jüngerschaft. Deswegen habe ich hier auf dem Umschlag geschrieben, grundlegende Jüngerschaft. Das ist die Grundlage. Das sind Sachen, die man nicht, ne, ablegen darf. Ansonsten hat man da ein unvollständiges Bild. Da versteht man die Welt nicht richtig. Gut, dann lass uns zur nächsten Seite. Herren der Finsternis. Interessant, der Ausdruck, was hier den Vers, ne, der Vers nennt, was wir gerade gelesen haben, Epheser 6,12, Mächte und Gewalten der Finsternis. Und ja, dieses Bild ist ganz stark, Mächte der Finsternis, weil
Gott wird immer beschrieben als ein Wesen, was ja umhüllt ist in Licht. Und das Wort Licht wird verknüpft mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Und mit Satan, mit dem Teufel wird immer Dunkelheit verknüpft. Und da gibt es verschiedene Gründe, warum es so ist. Und ja, man verbindet auch Dunkelheit mit Angst. Zum Beispiel, ja, abends, wenn es dunkel ist, hat man Angst, nach draußen zu gehen, weil da ja jemand lauern könnte hinter eine Hecke oder so. Und oder solche Sachen. Das heißt Angst. Und die meisten kriminelle Handlungen geschehen ja abends, ja, Einbrüche und Überfälle und so, ja, weil niemand sieht, weil es dunkel ist. Das heißt, die Bösen, die verstecken sich in der Dunkelheit. Und so auch benutzt die Bibel dieses Wort. Das heißt, ne, sagen wir so, das Reich des Satans wird beschrieben als ein Reich der Dunkelheit. Und welche Verknüpfung können wir hier herstellen? Wenn, ne, Gott die Quelle vom Licht ist. Und interessanterweise ist es so, wenn wir hier irgendwo ein Licht haben, eine Lampe oder so, man merkt schon ganz genau, wenn man sich davon entfernt, immer weiter entfernt, immer weiter entfernt, dann wird dieses Licht immer schwächer und verliert immer an Stärke. Das leuchtet immer weniger stark. Ja klar, weil es sich verteilt, ne? Sich verteilt in allen Richtungen und das heißt in jeder Richtung immer weniger. Und Gott ist die Quelle vom Licht. Wer sich entfernt von Gott, er bekommt immer weniger Licht. Deswegen ist Satan, ne, die Dunkelheit, weil er sich von Gott entfernt hat. Und das ist auch, dieses Wort ist auch für uns total tröstlich, weil interessanterweise kann die Dunkelheit nichts gegen das Licht tun. Weil Dunkelheit existiert nicht. Dunkelheit ist eine Negation, ist wo Licht nicht ist. Aber die Dunkelheit ist kein Gegenstand an sich, sondern das Licht. Das Licht ist, ne, da streiten sich die Wissenschaftler bis heute. Das heißt, einige sagen, das sind Wellen, andere sagen, das sind Teilchen oder so. Aber egal, das ist, ne, ein Gegenstand, das ist irgendwas. Und die Dunkelheit ist einfach die Negation, wo kein Licht ist. Ähnlich wie jetzt die Kälte, ja, die gibt es nicht, die ist nur, ja, wo Wärme nicht ist. Und so die Dunkelheit, wo das Licht nicht ist. Und was bedeutet das? Dass das Licht immer mächtiger ist. Das Licht kann überall reingehen, wo es strahlt. Die Dunkelheit, die hat keine Macht gegen das Licht. Die Dunkelheit kann das Licht nicht schlucken, sozusagen, ne? Und das ist total tröstend für uns. Was sind dann diese Mächte und Gewalten der Finsternis? Ja, zuerst mal, ja, Mächte und Gewalten. Das sind nicht harmlose, ne, Wesen, harmlose Wesen. Nein, das sind mächtige, gewaltige Wesen. Wichtig, dass wir das schon mal betonen. Diese Wesen, die wir heute besprechen, die böse Geister, die sind mächtig, die sind gewaltig. Und wer sind sie dann? Die bekommen in der Bibel verschiedene Namen. Ne? Das hatten wir schon beim Fall von Satan. Ne? Satan hat ganz, ganz viele Namen. Und so auch die bösen Geister, die haben ganz viele verschiedene Namen. Unreine Geister, zum Beispiel Apostelgeschichte 8,4 oder böse Geister, Apostelgeschichte 19,13. Dämonen, ne? Mehrere Stellen. Das wissen wir zum Beispiel, Jesus hat immer Dämonen ausgetrieben. Matthäus 25, 41, Teufelsengel, 1. Korinther 6, 3, Offenbarung 9, 11, gefallene Engel. Da gibt es ganz viele verschiedene Namen für das Gleiche. Böse Geister, das heißt Wesen ohne Körper, die ja in der Luft schweben oder ne, manchmal in den Menschen reingehen, ne, wie in den Evangelien oft erzählt wird, die Menschen, die besessen waren von bösen Geistern.
Das sind Geisterwesen, die jetzt in der Luft schweben. Und ich selber ganz persönlich hatte schon öfter Erfahrungen mit solchen Wesen. Wie zum Beispiel in diesem Zimmer, wo in unserem Schlafzimmer hatte ich schon zweimal vor ein paar Jahren, das heißt gleich nachdem wir eingezogen sind in dieser Wohnung, hatte ich zweimal, kann man so sagen, einen Besuch, während ich geschlafen habe. Und das heißt, ich habe gemerkt, da ist jemand, da ist ein Wesen im Zimmer. Und meine Frau hatte auch solche Erfahrungen. Einmal ist sie aufgewacht und hat gesehen, ein Wesen, das war vor 20 Jahren, was sie diese Erfahrung gehabt hatte. Und ich vor 6 oder 7 Jahren, als wir hier eingezogen sind in dieser Wohnung, hatte ich so eine ähnliche Erfahrung, zweimal so eine ähnliche Erfahrung, dass ich gespürt habe, ist ein Wesen in diesem Zimmer. Und dann habe ich im Namen Jesu gesagt, im Namen Jesu, geh weg und so. Und dann ist es aufgehört und nie mehr passiert. Aber ganz klar, das heißt, diese Wesen, die gibt es. Und jetzt ein Vergleich. Lassen uns mal, durch Vergleich können wir auch vieles lernen. Wir vergleichen mal diese gefallene Engel mit den guten Engel, mit den nicht gefallenen Engeln. Die nicht gefallenen Engel, die gute Engel, das sind die dienstbare Geister, Hebräer 1,14, dienstbare Geister. Und die gefallene Engel, die sind böse Geister, das heißt, die machen uns das Leben schwer. Die gute Engel, die helfen uns. Und die böse Geister, die machen uns das Leben schwer. Sie sind böse, die möchten uns. Am liebsten wollten sie uns umbringen, wollten sie uns zerstören oder alles, was wir haben, zerstören und so weiter. Noch ein Vergleich mit den guten Engeln. Die guten Engel, die haben Hierarchien. Zum Beispiel Epheser 3, Vers 10. Hierarchien. Hierarchien. Das heißt, es gibt, die Cherubine, die Seraphine und normale Engel und so weiter. Und so ähnlich gibt es auch unter den gefallenen Engeln Hierarchien. Und diese Hierarchien, die haben bestimmte Namen. Hier haben wir gerade gelesen: Mächte, Herrschaften, Gewalten, Weltbeherrscher der Finsternis, Fürsten der Macht der Luft. Ja, das heißt, was sind denn diese Hierarchien? Wenn man jetzt zum Beispiel hier das als Vergleich des Militär nehmen. Im Militär, da gibt es die ganz normale Soldaten, da gibt es die verschiedene Posten und so weiter, Generäle und wie die alle heißen, weiß ich nicht mehr. Und dazwischen und so weiter. Und der Unterschied ist ja, einige haben mehr Macht. Ne? Warum haben sie mehr Macht? Ja, weil sie mehr, kann man sagen, sich auskennen in dem Geschäft sozusagen, in den, wie man Krieg macht oder solche Sachen, wie man andere Menschen befehligt und so weiter. Und deswegen auch, ja, warum gibt es diese verschiedenen Arten von böse Geister? Ja, weil eine sind, wie ich es hier geschrieben habe, böser als andere, schlimmer als andere. Okay, das ist ja eine wichtige Information. Irgendwo ist diese Information schon wichtig, dass Satan ganz mächtig ist. Wie kann man sagen, alle böse Geister sind böse, aber einige, ich sage mal so, die haben viel mehr Erfahrung oder irgendwie sind die stärker gebaut. Ja klar, das heißt, diese Cherubine und so, die haben, eine größere Statur als die anderen und so, deswegen auch mehr Macht und die böse Geister mehr Zerstörungsmacht, mehr Kraft, um Sachen anzustellen. Was sind dann diese böse Geister? Hier wieder, wieder
diese Wörter, die wir schon zigmal benutzt haben in der Jüngerschaft, geistliche, persönliche, intelligenten Wesen. Ja, auch die Dämonen sind Personen, persönliche Wesen. Das heißt Wesen, die intelligent sind, die denken, die aber keinen Körper haben. Ja, deswegen sind sie keine Menschen. Die haben keinen Körper. So wie, ne, Gott hat keinen Körper, aber ist eine Person. Satan hat keinen Körper, aber ist eine Person. Und die Dämonen, die sind intelligente Wesen. Ja, woher wissen wir, dass die intelligent sind? Ja, zum Beispiel, die haben sich mit Jesus unterhalten. Das heißt, die müssen zumindest die Sprache beherrschen. Und ne, dass jemand eine Sprache beherrscht, der muss intelligent sein. Zum Beispiel und so weiter. Muss, ne, ich sag mal so, intelligent im Sinne von, ne, muss Intelligenz besitzen. Ob die jetzt 100 IQ ist oder so oder mehr oder weniger, aber ich meine einfach so, ne, die Fähigkeit, sich mit jemand zu unterhalten, ne, das haben die Tiere zum Beispiel nicht und die Dämonen, die haben das. Das heißt, die können denken, die können sich erinnern, sie können, ne, Ideen haben und so weiter. Deswegen sind persönliche Wesen. Was sind sie noch? Die Dämonen, Untertanen Satans. Matthäus 9, 34. Das heißt, alles, was ich hier sage, habe ich aus der Bibel entnommen. Habe ich nicht, und auch nicht woanders her. Nicht aus meinen eigenen Gedanken und Erfahrungen. Das heißt, die Erfahrungen, die ich jetzt erzähle, die dienen nur, um das hier zu bestätigen, aber nicht als Grundlage. Dürfen wir in keinen Fall machen, wenn es um Dämonen oder Satan geht, unsere Erfahrung einsetzen, als Quelle von Informationen einsetzen, dürfen wir nicht. Warum? Ja, weil Satan immer lügt. Das heißt, wenn Satan kommt und sagt, hör zu, Rolf, ne, ich will ja über mir erzählen, wer ich bin, dass du mich besser kennenlernst oder so, ne? Ja, okay, nur theoretisch gedacht, ja. Aber diese Informationen, die würden nichts bedeuten, weil er der Vater der Lüge ist. Er lügt immer. Verstehst du? Und viele Menschen, die benutzen Informationen, die sie aus den Dämonen haben. Das heißt, wenn sie jetzt Dämonen austreiben, dann unterhalten sie sich mit den Dämonen, stellen denen Fragen und nehmen dessen Antworten ernst. Und das geht nicht. Das heißt, die lügen die ganze Zeit. Alles, was sie erzählen, ist Lüge und das alles müssen wir löschen. Untertanen Satans, Feinde Gottes und der Menschen, böse und zerstörerisch. Das sind die Dämonen, Untertanen Satans. Das heißt, Satan ist ja quasi der General sozusagen, der diese Auflehnung gegen Gott angestiftet hat. Und die Dämonen sind die, die ihn gefolgt haben, die Engel, die ihm gefolgt sind in dieser Rebellion. Und die sind Feinde Gottes, aber auch unsere Feinde. Ich habe das letzte Woche erklärt. Ja, warum? Weil der Mensch eine Chance bekommen hat. Deswegen hasst Satan die Menschen. Und er hat eine Chance bekommen, um Buße zu tun und um umzukehren. Adam hat gesündigt und wurde nicht zerstört. Oder wie kann man sagen? Er hat weitergelebt und hätte theoretisch die Chance, sich zu bekehren, obwohl er sich nicht bekehrt hat. Und Satan, er hat Adam gehasst, weil als Satan gesündigt hat, hat ihn Gott sofort bestraft. Mit voller Härte. Und als Adam bestraft hat, gesündigt hat, hat Satan gedacht, aha, Satan hat, Entschuldigung, Adam hat gesündigt, Gott wird ihn jetzt mit voller Härte strafen. Jetzt wird Feuer vom Himmel auf Adam fallen und, ne? Und das ist nicht passiert. Das heißt, Gott hat eine Chance gegeben. Gott hat erlaubt, dass Adam weiterlebt und theoretisch könnte er sich wieder mit Gott versöhnen. Theoretisch. Aber hat er nicht gemacht. Aber er könnte. Und Satan, nein. Satan hat gesündigt, wurde sofort bestraft und kann nicht mehr sich mit Gott versöhnen.
hat keine Chance bekommen. So verstehe ich das zumindest. Okay, ist meine Meinung jetzt über, warum Satan so sehr die Menschen hasst. Was machen dann die Dämonen? Die versuchen, die Menschen zur Sünde zu führen. Ne? Zur Sünde zu führen. Ganz viele Sünden. Sucht, Unterdrückung, Bosheit, Ungerechtigkeit, Sittenlosigkeit etc., um sie quälen und zerstören. Hier könnten wir noch andere Sünden anreihen, wie jetzt ne? Hochmut, Stolz und Geiz und viele, viele andere Sachen. Okay. Das sind alle ne? Versuchungen von bösen Geistern, die, ne? Wie man so in Zeichentrickfilms manchmal sieht, ne? Ich sag mal so, auf der Schulter der Menschen sitzen und den Menschen ins Ohr flüstern, tue das, tue jenes, ne? Wie wäre es, wenn du das jetzt tun würdest? Das würde nicht toll sein, hättest du nicht viel Lust in diesen, ne, das, dies und das zu tun und so weiter. Versuchen. Gut, nächste Überschrift. Die Macht der bösen Geister. Die Dämonen sind auch heute sehr aktiv. Auch heute sind sie sehr aktiv. Na klar, viele sagen, ja, Dämonen, das, ne, die gibt's nicht und so weiter. Aber wenn man so, nur so ein bisschen um sich guckt, zum Beispiel hier Okkultismus, dann viele sagen, ja, Okkultismus, ne, wo gibt's denn sowas? Ne? Aber das gibt's überall. Sowieso in Deutschland auch überall, aber in vielen, vielen anderen Ländern wie jetzt Südamerika oder Mittelamerika oder Nordamerika oder Afrika oder Asien sehr, sehr viel. Und auch in Deutschland, nur ist es ein bisschen so ein bisschen mehr verdeckter. Verfall der moralischen Werte. Ne? Okay, weil, ja, das ist stärker, ich sag mal so, in Deutschland. Da die Menschen immer weniger an Gott glauben, dann denken sie, ja, es gibt kein Gott, es gibt keiner, der uns auf die Finger guckt, können wir machen, was wir wollen. Deswegen Verfall der moralischen Werte, weil ja auch die bösen Geister immer ja, daneben sitzen und sagen, ja, wie wäre es hier mit ne, unmoralischen Sachen? Hier muss man auch sagen, das mit der Schuld, weil viele kommen und sagen, ja, ich habe, warum, ne, wenn man fragt, warum hast du ja Ehebruch begangen, ne? Warum hast du getötet oder so, der Teufel, ne? Der hat mir das, ne, er hat mich gezwungen, das zu machen. Das ist falsch, weil der Teufel, er zwingt nur jetzt besessene Menschen. Okay, werden wir nachher studieren, hier in, auf der übernächsten Seite, Besessenheit. Aber meistens flüstert der Satan oder die Dämonen den Menschen die Sachen ins Ohr. Und dann, ja warum? Weil der dann nicht der Satan eine Schuld hat, sondern die Person. Das heißt, der Satan kommt und sagt, oder der böse Geist kommt und sagt, töte mal diesen Mensch, diesen anderen. Ne? Der hat dir so was Böses angetan. Töte ihn. Ne? Und dann geht der Mensch hin und tötet diesen anderen. Und was sagt dann Satan? Ne? Sehr oft, du bist ein ganz schlimmer Sünder. Schau mal, was du gemacht hast. Du hast einen Menschen umgebracht. Du taugst nichts. Du müsstest dich selber das Leben nehmen, weil du ne, jetzt der letzte Mensch der Erde bist und so weiter. Das heißt, sehr oft benutzt Satan diese Tricks. Ne? Vorher sagt er, schau mal, das wär das nicht toll, das zu machen. Ne? Oder klauen, ne? Klau mal diese, ne? diese Uhr, die da liegt. Ne? Niemand wird das sehen. Ne? Und nachdem die Person das gemacht hat, dann kommt der Satan und sagt, du bist ein schlimmer Sünder, du bist ein Dieb. Ne? Das heißt, der Satan, der ne, versucht die Menschen zuerst und nachher ist der Ankläger. Ja, weil er die Menschen einfach quälen will. Ne? Quälen in ihrem Gewissen, dass sie keine Ruhe haben, dass sie keine Freude haben. Aber die Schuld liegt immer am Menschen. Das heißt, wenn jemand dir einen Ratschlag gibt, ne? Karin, du könntest
vielleicht dies und das machen. Aber wenn du dies und das dann machst, wenn es ein Erfolg ist, ne, dann bekommst du den Lob. Und wenn es jetzt ein Flop war, wenn es was Falsches war, dann trägst du die Verantwortung. Du kannst nicht sagen, ja, die andere Person, die hat mir geraten, das zu machen. Das heißt, Personen können uns beraten, aber wenn wir das tun, was sie uns vorgeschlagen haben oder nicht, wenn wir das tun, dann sind wir Verantwortung für die Folgen dieser Tat. Und so auch die Dämonen, die versuchen die Menschen, die flüstern, aber die Verantwortung ist, liegt an der Person, die das getan hat. Deswegen werden die Menschen gerichtet nach ihren Werken. Am Ende, im jüngsten Gericht, nach ihren Werken. Ja, und niemand wird sagen dürfen, ja, aber es war der Satan, das war ein böser Geist. Ne? Nein, jeder trägt die Verantwortung, weil man kann das abwenden. Man muss das nicht tun, wenn der böse Geist kommt und sagt, tue das und so. Man muss das nicht tun. Man hat den freien Willen, man kann sich entscheiden und sagen, nein, geh weg. Ne? Ich werde das nicht tun, das ist falsch, das ist eine Sünde, das Verstoß gegen die Gebote Gottes und so weiter. Ne? Man muss das nicht machen. Ne? Dämonen verändern das Benehmen von Menschen, zum Beispiel halbnackt herumlaufen, wohnungslos, dem Totenkult gewidmet. Lukas 8, 6 und folgendes. Folgender Vers. Ne? Das heißt, dieser Mensch, dieser Mann, ne, der lauft da halb nackt herum, ohne Wohnung, dem Totenkult gewidmet. Ne? Und so sehen wir auch Leute heute, die jetzt bestimmte Probleme haben. Hatten wir schon oft gesehen, Menschen, die jetzt irgendwie da dreckig um die Gegend laufen und irgendwo in ein Loch schlafen oder so. Ne? Oft hat es damit zu tun, mit Einfluss von bösen Geistern, Besessenheit. Und wenn man so Menschen sehen, die da halb nackt rumlaufen, so in Bikini oder solche Sachen, dann stellt man sich vielleicht die Frage, ne, warum machen die Leute so, sowas? Haben die denn, ne, den Anstand verloren? Haben die da kein Schamgefühl mehr und so, ne? Die Dämonen, die machen sehr vieles in der Welt, um die Menschen einzuladen, die das Böse zu tun. Die Dämonen verleihen besessene übermenschliche Kraft. Lukas 8, 29 und ganz, ganz viele andere Verse. Übermenschliche Kraft haben wir schon oft gesehen, als wir in Brasilien waren. Besessene, wenn, ne, wenn jetzt die böse Geister sich manifestieren, dann können die alles klitz und klein hauen und so. Und man braucht da viele Menschen, um sie festzuhalten. Ein von Dämonen befreiter Mensch lebt anständig gekleidet, vernünftig und folgt Jesus. Lukas 8, 35. Ne? Der Besessene, nachdem er befreit wurde, sich gekleidet, ne? Vernünftig gekleidet, ne? Und folgt Jesus und ist in vollem Besitz seiner Intelligenz und so weiter. Deswegen, wenn Jesus folgt, wer erfüllt ist von Jesus in sein Leben, ne, er benimmt sich, verhält sich vernünftig, anständig und so weiter. Nächster Punkt, Dämonen können Krankheiten verursachen. Da gibt es viele Verse hier im Neuen Testament, in den Evangelien. Ne? Und Dämonen können Menschen plagen, quälen, unterdrücken. Auch einige Verse in den Evangelien. Dämonen können Menschen binden und können versuchen, ihre Wirte umzubringen. Alles mit ganz, ganz vielen Textverse von den Evangelien. Das können die Dämonen, das können die. Das heißt, ne, es gibt Krankheiten, die von Dämonen verursacht werden. Es gibt auch Schmerzen, die von Dämonen verursacht werden. Hier geht's, ne, ja, dieses Wort hier, plagen, quälen,
Es geht darum, dass man manchmal Schmerzen spürt, die man nicht weiß, woher die kommen. Und ich sage als, nehme mich selbst als Beispiel, in der Vergangenheit, aber manchmal, sehr selten, aber manchmal passiert das auch, dass ich bestimmte Schmerzen habe, dann weiß ich sofort, ne, was los ist, dass da ein Angriff aus der geistlichen Welt kommt. Und aber das heißt nicht, ne, okay, gut, aber nächster Punkt, Bemerkung, die meisten Krankheiten sind nicht dämonischer Natur. Ne, weil wir hier wir müssen hier den Ausgleich halten. Das heißt, ich habe gerade gesagt, ja, dass die Dämonen Krankheiten verursachen können, ne, können Plagen quälen und so weiter. Und dann würde einer, der hier, ne, diese Aufnahme hört, denken, ne, Rolf hat gesagt, alle Krankheiten kommen von Dämonen. Ne. Ganz falsch, ganz falsch. Ich habe gesagt, können. Ne. Das heißt, manche Krankheiten, manche Schmerzen sind geistlicher Natur. Die meisten Krankheiten sind nicht dämonischer Natur. Matthäus 4, 24, Lukas 5, 12 und folgendes. Ja, wir sollen uns hüten, alles zu dämonisieren. Es gibt Leute, die dann sagen, so zum anderen Extremfall und den Teufel hinter jede Ecke, hinter jeden, ne, Vorhang sehen. Und das ist falsch. Das ist ganz falsch. Wir müssen Unterscheidungsvermögen haben, um zu wissen, ob und wie ihre Kräfte im Spiel sind. 1. Korinther 12, 10. Unterscheidungsvermögen. Beten, dass Gott uns zeigt, was kommt vom Feind, was kommt, ne, von anderen Quellen. Ne, eine Krankheit, ne, kommt von Bakterien, von Viren, von, ne, viele, viele Sachen, von Unfällen und so weiter. Dass man da unterscheidet, dass man da merkt, dass man betet und spürt in unserem Geist, woher das jetzt kommt. Was machen die Dämonen noch so? Sie greifen die gesunde Lehre und das Wort Gottes an. Ja klar, ne? Ganz viele hier Bibelverse, könnte hier eine ganze Liste machen. Die Dämonen, die stellen das Wort Gottes in Frage. Ne? Das heißt, was war das Erste, was Satan gemacht hat auf Erden, nachdem, ne, Gott diese heutige Welt geschaffen hat, gesagt, hat Gott so gesagt, hätte Gott so gesagt, hat er Eva gefragt. Das heißt, er hat das Wort Gottes in Frage gestellt. Und deswegen, wenn Menschen kommen und sagen, ja, die Bibel, die müssen wir nicht so ernst nehmen oder so, bestimmte Teile der Bibel müssen wir nicht so ernst nehmen, das müssen wir hier relativieren. Damals war es viel anders und so weiter. Okay, ne? Solche Sachen mögen die Dämonen sehr stark. Dass Menschen hier die Bibel nicht ernst nehmen. Dass die Menschen die Bibel nicht als Wort Gottes ernst nehmen. Sie versuchen, das geistliche Leben und die Gemeinden zu unterwandern mit falschen Lehren. Ich lese mal hier 1. Timotheus 4,1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. 1. Timotheus 4,1. Ja. Die bösen Geister wollen, dass die Menschen ihr Lehren glauben. Und man würde denken, ja, ihr Lehren, wer glaubt schon an ihr Lehren, wer ist schon so dumm, an Irrlehren zu glauben. Aber wenn man so an Irrlehren denkt, vielleicht denken viele an Satanismus zum Beispiel. Ja, wer wäre schon so dumm, Satanist zu werden? Ganz, ne, offensichtlich hier, ne, die Leute hier den Teufel anbeten, Satan anbeten und dann in die Hölle landen und so und noch denken, das ist gut und so. Ne? Wer kann so dumm sein? Deswegen denken viele, wenn man so sagt, ja, Irrlehren, ne, denkt ja, Irrlehren, ne, das sind doch diese ganz schlimmen Sekten, wie jetzt die Zeugen Jehovas oder hier Scientology oder so. Ja, wer soll, würde schon sowas, ne, sich hingeben? Wer würde schon da reinfallen an so einen Reinfall, so eine, ne?
Aber das Problem ist, dass ihre Lehren, die schlimmen ihre Lehren, die kommen, ne, immer, kann man sagen, bekleidet, ne, in eine schöne Kleidung oder verpackt in einer schönen Verpackung, weil ja, ein, ne, Scientologist oder Satanist oder so, ne, das werden schon ganz wenige, aber die Dämonen, die arbeiten, um ihre Lehren in die Gemeinden zu bringen, wie jetzt, ne, zum Beispiel diese ganz berühmte, aber ganz schlimme, ne, Wohlstandsevangelium. Das ist ja ganz schlimm. Warum? Ne? Weil das nimmt jetzt, die nehmen jetzt ganz viele Bibelverse und sagen, Gott will dich segnen, Gott will dir ein neues Haus geben, ein neues Auto geben und viel Gesundheit und dass du das Leben, ne, genießt in vollen Zügen, dass du viel Freude hast und so weiter. Das heißt, die nehmen hier halbe Wahrheiten oder ganze Wahrheiten, aber drehen die um. Ja, okay, Gott will nicht, dass wir traurig sind. Gott will, möchte schon, dass es uns gut geht, im geistlichen Sinne, dass wir Freude haben in unseren Herzen, dass wir geistliche Kraft haben, dass wir uns gut fühlen, etc. Aber dahin gehen und sagen, dass Gott möchte, dass wir ein neues Haus haben, ein neues Auto oder viel Geld, das ist ganz, ganz falsch, weil Jesus, der hatte kein Sparbuch und er hatte kein neues Auto, er ist zu Fuß gelaufen und die Jünger, die sind alle arm gestorben, keinen von denen wird erzählt, dass er irgendwie hier reich gewesen wäre oder irgendwas gesammelt hat und so weiter. Nein, alle, ne, haben das nicht thematisiert. Das war für den nicht wichtig. Deswegen dieses Wohlstand-Evangelium nimmt einige Bibelverse, dreht die um und so weiter. Und genau da ist die Gefahr, wenn die Menschen hier die Bibeltexte aus dem Zusammenhang reißen und dann Sachen lehren, wo die, oh, das will ich, ne? Da rennen viele dahin. Das heißt, in Brasilien, ne, sind diese Kirchen, die das Wohlstandsevangelium predigen, die sind rappelvoll, ne? Rappelvoll. Ja, warum? Weil die Menschen, die wollen das, die wollen Geld. Die denken, oh, wenn ich da hingehe, dann bekomme ich einen Segen, dann wird für mich gebetet und dann werde ich reich, dann werde ich viel Geld verdienen. Das heißt, die gehen in der Kirche nicht wegen Gott, nicht wegen der Errettung, nicht wegen den Glauben, nicht wegen das ewige Leben, nicht wegen der Vergebung der Sünden, nein, wegen Geld. Ne? Das heißt, wie der Teufel die Sachen so umdreht. Gut, nächste Überschrift. Im Volksmund werden die Dämonen belächelt. Sie bekommen Spitznamen, ihre Gefahr wird nicht ernst genommen. So gefällt es ihnen. So gefällt es ihnen. Viele belächeln die Dämonen. Und in Brasilien gibt es sehr, sehr viele, ne, solche Spitznamen, wie, ne, die Teufel so benannt werden und immer so ironisch, sarkastisch, wenn die Leute den Satan oder den Teufel nennen, dann immer so, ne, mit einem Lächeln, mit so einem, ne, Ausdruck, ne, dass man nicht daran glaubt. Ne? Und es gibt Leute, die immer das betonen. Ne? Ich glaube nicht am Teufel, deswegen kann er mir nichts antun. Ne? Die sagen, ja, Teufel, Dämonen, daran glauben die Dummen und so, ne? Okay, es gibt, ne, Menschen, die das alles dämonisieren und so weiter, das ist falsch. Aber wir Christen, wie gesagt, wir studieren, wer Gott ist, wer Jesus ist, wer der Heilige Geist ist, aber auch wer Satan und wer die Dämonen sind, studieren wir alles. Und wir belächeln das nicht, wir nehmen alles ernst. Wir schauen genau hin, was ist wirklich, was hat wirklich Gott gemacht, was tut wirklich der Teufel, da müssen wir schon unterscheiden, damit wir, sagen wir so, Gott an der richtigen Stelle loben, und dass wir Satan nicht loben. Logischerweise, wir sollen Satan nicht loben, ne? Und sehr oft wird Satan hier gelobt, ne? Indem man sagt, ja, Satan hat das gemacht und Satan hat jenes gemacht und der Teufel hat das gemacht und so weiter. Das heißt, manchmal Sachen, die er gar nicht gemacht hat. Und da wird er gelobt, ne? Deswegen aufpassen. Ja, der Teufel, der möchte, dass die Menschen denken, dass es ihm nicht gibt. Also er, ne, am meisten Profit schlagen kann, wenn die Menschen denken, den gibt es gar nicht. Und dann kann er, ne, arbeiten ohne, ne, ohne Hindernis, ohne Hemmnis. Ne? Das heißt, wenn er den Leuten Sachen
vorschlagen kann, flüstern ins Ohr, so viel er möchte. Ne? Er kann das machen, so viel er möchte. Warum? Ja, weil die Menschen denken, ihm gibt es nicht. Deswegen unterscheiden sie nicht, merken sie nicht, dass diese bösen Gedanken, woher die kommen. Ne? Deswegen, wir müssen wissen, dass es ihm gibt. Die Dämonen, in der Bibel werden sie nicht immer direkt beim Namen genannt, bekommen manchmal symbolische Namen, um ihre Wirkungsweise zu betonen. Zum Beispiel Markus 4,4, Vögel. Vögel. Warum werden in Markus 4,4 die Dämonen Vögel genannt, bezeichnet? Ja, die sich setzen auf den Baum. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist wie einen Samen, das wächst zu einem großen Baum und dann setzen sich die Vögel hin. Was meint er dann damit? Ne? Das heißt, die Gemeinde ist wie ein Baum und die bösen Geister, die setzen sich dahin. Das heißt, in der Gemeinde. Ne? Die bösen Geister, die setzen sich auch in der Gemeinde hin. Das heißt, die bösen Geister sind auch in der Gemeinde. Das heißt, in den Christen teilweise. Nicht in den Christen, aber um den Christen herum sozusagen. Ne? Ja, weil Vögel, die machen das. Sie setzen sich immer in den Ästen der Bäume. Ne? Deswegen, warum hat Jesus hier dieses Bild benutzt? Auch zum Beispiel Schlangen und Skorpione. Ne? Warum benutzt Jesus in Matthäus 7, 10, Lukas 10, 19 und Lukas 11, 11 bis 13 ne? Schlangen und Skorpione als Bilder für Dämonen? Ja klar, denk mal an eine Schlange, an einen Skorpion. Was tut er? Ne? Was tun Schlangen, was tun Skorpione? Ne? Menschen Schmerzen zufügen oder sie zu verletzen oder vergiften und so weiter. Sie sind listig, hinterhältig und so weiter. Und so sind die Dämonen. Ne? Lukas 11, 11 bis 13, total wichtiger Vers, was mir sehr geholfen hat in einer Zeit meines Lebens. In einem wichtigen Augenblick meines Lebens, weil als ich 12 Jahre alt war ungefähr, da wurde irgendwo so geredet in meiner Familie über die Geistestaufe, weil meine Eltern, die sind evangelische, mein Vater ist evangelischer Pfarrer, heute in Rente und meine Mutter, okay. Ehefrau vom evangelischen Pfarrer. Ne? Das heißt, wenn dieses Thema besprochen wurde, als dieses Thema ne, angesprochen wurde, dann hat meine Mutter geantwortet, ja, da muss man aufpassen, wenn man die Geistestaufe bittet, kann passieren, dass man sich öffnet geistlich und dann durch die Hintertür ein böser Geist in uns reinkommt. Und dann ist man besessen vom Teufel. Das klingt total ne, abwegig heute, wenn ich so denke, aber damals ne, klang das irgendwie ein Argument. Ne? Und das war immer so meine Frage, Gott, ne, was habe ich? Habe ich wirklich den Heiligen Geist oder habe ich einen bösen Geist? Ne? Bin ich jetzt erfüllt vom Heiligen Geist oder bin ich besessen vom Teufel? Ne? Irgendwann in meinem Leben war das für mich eine wichtige Frage. Und deswegen, als ich hier Lukas 11, 11 bis 13 gelesen habe, dann wurde es mir klar, weil da steht, wenn ihr, die ihr böse seid, gute Sachen euren Kindern gibt, umso mehr der Vater im Himmel wird euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr bittet. Weil ihr würdet nie eine Schlange oder einen Skorpion euren Kindern geben. Und umso mehr der Vater wird euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr bittet. Das heißt, Gott gibt uns nicht oder erlaubt nicht, dass eine Schlange, ein Skorpion, das heißt ein böser Geist in uns kommt, wenn wir um den Heiligen Geist bitten. Das wäre so das Schlimmste, was passieren kann, wenn jemand sagt, Gott gibt mir den Heiligen Geist und dann Gott ist so ein bisschen unaufmerksam, seine Gedanken sind, sagen wir so, am anderen Universum, ne, und dann nutzt Satan die Gelegenheit und merkt, oh, da ist einer, der bittet um den Heiligen Geist, was mache ich? Ne, gehen ihn rein und so. Und wenn man sagt, Gott, ich danke dir für den Heiligen Geist, und dann wacht Gott auf und sagt, oh nein, das Falsche ist passiert, ne? Ich war nicht aufmerksam oder so. Ne? Das heißt, ich erzähle so einen kleinen Witz
um das klar zu machen. Gott ist nie unaufmerksam und Gott wird es nie erlauben, dass jemand sagt, Gott, bitte gib mir den Heiligen Geist und dann was anderes bekommt. Nein, ganz klar, Lukas 11, 11 bis 13, wenn wir um den Heiligen Geist bitten, dann bekommen wir den Heiligen Geist. Das ist total wichtig. Das hat mich total, ne, geholfen, erleichtert, als ich das gelesen habe. Dann wusste ich, ich habe den Heiligen Geist. Und hier als noch ein Beispiel, welchen Namen die bösen Geister bekommen im Neuen Testament. Der Starke. Der Starke hat die Menschen unter seiner Gewalt. Ist so ein Namen, was benutzt wird für böse Geister oder für Satan. Das heißt, ganz, ganz viele Namen werden benutzt für Satan und für die Dämonen in der Bibel. Und deswegen, ne, lesen viele Menschen hier zum Beispiel hier diese Text, Lukas 11, 11 bis 13, lesen das, ne, lesen da Schlangen, Skorpione und denken, oh, starkes Bild, ne, aber merken nicht, dass es zeigt auf Dämonen, auf böse Geister, ne? Da muss man schon ein bisschen so aufmerksam sein. Oder der Starke, ne? Dass Jesus da, ne, ein wichtiger Dämon, ne, ein mächtiger Dämon meint in diesem Fall. Eine andere ganz wichtige Frage, warum dürfen die Dämonen wirken? Ne? Viele denken, ja, warum erlaubt Gott das? Wenn die Dämonen so böse sind, ne, wäre nicht viel leichter, wenn Gott sagen würde, Dämonen alle weg, ne, lass die Menschen in Ruhe, lass die Menschen in Frieden leben und so und Freude haben und so weiter. Ne? Warum erlaubt Gott, dass die Dämonen arbeiten? Es hatte ich schon öfter erklärt, dass, ne, Adam und Eva erlaubt haben, dass, oder sogar quasi, ja, quasi im übertragenen Sinn Satan eingeladen haben ins Boot. Das heißt, als Ratgeber ihrer Verwaltung, weil, ne, Gott sie als Verwalter der Welt gestellt hatte. Und so konnte Satan mit all seinen Herden, ne, all seine Anhänger auf die Menschen losgelassen werden. Aber das, ich sage so, nutzt Gott jetzt, um die Herzen der Menschen zu offenbaren. Um die Herzen der Menschen zu offenbaren. Weil ein Prinzip, Gott hat viele, viele Prinzipien. Einer davon heißt, die Menschen werden gerichtet nach ihren Werken. Werke. Und das bedeutet, niemand wird gerichtet nach dem, was es gedacht hat. Das heißt, niemand wird im jüngsten Gericht kommen und sagen, ja Gott, warum werde ich verurteilt, weil du ja vieles Böses gedacht hast. Nein. Die Leute werden nur gerichtet werden, verurteilt, wegen Sachen, die sie getan haben. Und deswegen nutzt Gott die bösen Geister sozusagen, ne, weil die Menschen, ja, einflüstern, ne, sagen, oh, tue das, tue jenes und so. Und dann gehen die Menschen und tun diese Sachen. Tun Sünde. Tun das Ungehorsam. Tun das, was Gott nicht gefällt. Tun, was die Gebote Gottes bricht. Und so, ne, werden die einen von den anderen getrennt. Die Böcke von den Schafen werden getrennt durch ihre Taten. Nächster wichtiger Punkt, Bezug der Dämonen zu Gott. Ja? Und noch vor ein paar Tagen hatten wir eine Unterhaltung über dieses Thema, über Satan, Dämonen und so. Und da hat jemand gesagt, ja, aber Satan, der glaubt nicht an Gott. Und dann habe ich gesagt, nee, das, so steht es nicht in der Bibel. In der Bibel steht was anderes, dass die Dämonen an Gott glauben. Und die haben sogar einen starken Glauben an Gott. Ja, aber werden die dann gerettet? Nein, weil die glauben, dass es Gott gibt. Das heißt, die glauben an Gott im Sinne von, die glauben, dass es Gott gibt. Die wissen, dass es Gott gibt.
Und weil sie wissen, dass es Gott gibt und wie Gott ist, dass Gott so mächtig ist, dann fürchten sie sich, die zittern vor Angst vor Gott, weil sie wissen, wie mächtig Gott ist. Und es gibt viele, viele Menschen, die gar nicht vor Gott zittern, die sich gar nicht fürchten vor Gott. Und dann mussten wir sagen, solche Menschen, die sind unter dem Niveau der Dämonen. Menschen, die, ich sage mal so, sich nicht Gedanken machen über Gott. Die denken, Gott gibt es gar nicht. Ne? Die sind gefallen unter dem Niveau der Dämonen. Jakobus benutzt diese Tatsache, um eine bestimmte Art von Glauben ironisch zu kommentieren, und zwar den Glauben an der Existenz Gottes. Er kommentiert ironisch den Glauben an der Existenz Gottes. Viele sagen, ja, ich glaube, dass es Gott gibt. Ja, und dann sagt Jakobus, toll, gut gemacht, die Dämonen glauben auch, dass es Gott gibt. Um zu sagen, Glauben, dass es Gott gibt, ist nur der Anfang. Ist eine Art von Glaube, was nicht rettet. Was wichtig ist, okay, Hebräerbrief sagt, damit man gerettet wird, muss man zuerst glauben, dass es ihn gibt, okay? Ne? Alles klar. Zuerst muss man glauben, dass es ihn gibt, aber danach muss man sich dann auch tun, was er sagt. Seine Gebote folgen oder sein Wort folgen, sich bekehren und sein Wort lesen und so weiter und ihn in Herzen haben und so weiter. Nur dann, wenn man einen vollkommenen Glauben hat, das heißt glauben, dass es ihn gibt, aber dann auch handeln nach dem, was er sagt. So kann man gerettet werden. Das heißt, die Dämonen, die glauben an der Existenz Gottes, aber nur der biblische Glaube errettet. Es gibt viele Glauben. Alle Menschen sagen, die glauben. Viele glauben an diesen Gott, andere glauben an einen anderen Gott, andere glauben an einen anderen Gott und andere glauben, dass es Gott nicht gibt. Das heißt, die glauben am Atheismus, die anderen glauben an Humanismus, die anderen glauben am Menschen, die anderen glauben an der Religion, die anderen glauben, alle glauben. Aber diese ganzen Glauben, die retten nicht. Nur der Glaube, das heißt nur das Vertrauen und das Gehorchen gegenüber Gott. Nur dieser Glaube errettet. Ich lese mal hier Jakobus 2,19. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Jakobus 2,19. Ganz starkes Wort. Deswegen, die Dämonen werden hier sogar benutzt als Beispiele für den Glauben. Beispiel für den Glauben. Wir sollten mehr Glauben haben als die Dämonen. Ja, logisch, logisch. Alles spricht davon von der Existenz der Dämonen. Das ist auch heute unser Thema, dass es die böse Geister gibt und wer sie sind. Und da wir noch zwei Seiten haben und die Zeit schon vorangeschritten ist, würde ich sagen, wir lassen den Rest der Lektion für nächste Woche. Amen. Halleluja.